Ernährung bestimmt unser gesamtes Leben. Was und wie man isst, trägt maßgeblich zur Gesundheit bei. Der Grundstein dafür wird bereits im Mutterleib gelegt. Fundiertes Ernährungswissen für gesunde wie auch für kranke Menschen vermittelt die Diätologie. Im Rahmen der Ernährungsvisite sammeln wir Daten, die als Grundlage für die Berechnung und Erstellung individueller ernährungstherapeutischer Konzepte dienen. So legen wir das diätologische Behandlungsziel fest. Das kann sowohl eine orale, enterale oder auch parenterale Ernährung umfassen. Im Krankenhaus sind wir das Bindeglied in Ernährungsfragen zwischen dem medizinischen Personal, den Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen sowie der Küche. Wir koordinieren verordnete Diäten und überwachen die praktische Umsetzung. Und das alles mit dem Anspruch auf eine gesunde Ernährung. Für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Diabetes oder anderen Stoffwechselerkrankungen ist die richtige Ernährung für die Lebensqualität entscheidend. Auch Mangelernährung ist für unsere Berufsgruppe ein wichtiges Thema. In enger Zusammenarbeit mit der Küche wird neben dem gesundheitlichen Aspekt auch großer Wert auf das Aussehen und den Geschmack gelegt. Dies wird bei gemeinsamen Verkostungen regelmäßig überprüft. Ziel ist es ebenso, jede Patientin und jeden Patienten mit der Kostform oder der künstlichen Ernährung zu versorgen, die auf das Krankheitsbild und die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Wir bieten immer eine individuelle Ernährungstherapie in allen medizinischen Bereichen, vom Neugeborenen bis alten Menschen. Für eine Ernährungsberatung beziehen wir auch Angehörige oder betreuende Personen mit ein. Im klinischen interdisziplinären Ernährungsteam arbeiten Diätologinnen und Diätologen mit allen relevanten Berufsgruppen und extramural mit Organisationen des Gesundheitswesens zusammen. Was wäre ein Krankenhaus ohne diese 7 Berufsgruppen der medizinisch-technischen Dienste? Sie sind in der heutigen Zeit aus einem Krankenhaus nicht mehr wegzudenken. Allein im Klinikum Graz arbeiten 700 MTDs zum Wohle aller Patientinnen und Patienten. Noch mehr Informationen zu den MTDs finden Sie auf unserer Homepage . Wir haben ein großes Interesse an Medizin und Technik und vor allem ein Herz für Menschen.